Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche hier bei uns. Live sind wir hier und wir haben heute eine freie Themennacht, wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Jan. Und Jan ist, wie alt ist er? 24. Ja. Ja, ne? Stimmt. Stimmt, ja. Hallo Jan. Dein Thema. Mein Thema, ja. Ich bin technisch-gewerblicher Helfer auf 1-Euro-Basis. Oh. Und ich wollte... Technisch-gewerblicher, so nennt man das, technisch-gewerblicher Helfer auf 1-Euro-Basis. Ja, das ist doch eine interessante interessante Umschreibung. Ja. Du hast einen 1-Euro-Job. Ich habe einen 1-Euro-Job, ja. Ja, wie lange schon? Seit 1,5 Wochen. Seit 1,5 Wochen erst. Und was machst du? Hm? Was machst du? Was mache ich? Jo, wir betreiben ein bisschen, halt ein bisschen Gartenbau, dies und das, ja, was man da so macht. Dann hat man da... Bei einer Stadtverwaltung, oder? Ja, bei einem großen Förderverein. Ja, ja. Und wie gesagt, er bietet auch einige Hilfestellung, dass man auch mal wieder ein bisschen leichter eine Bewerbung schreiben kann oder ja, einen Job reinkommt. Wie lange warst du oder bist du schon arbeitslos? 3 Jahre. 3 Jahre. Und was hast du gelernt? Hauswirtschaftshelfer, HWH. Hauswirtschaftshelfer? Ja. Was macht man als Hauswirtschaftshelfer? Haben früher mal die Mädels gelernt, ne, glaube ich. So. Die haben Hauswirtschaftherin gelernt. Und nicht Hauswirtschaftshelferin. Nein, das ist einfach, wenn man jetzt als Kantinhelfer irgendwie geht, Salat schneidet. Ja. Und solcherlei Dinge. Ja, du könntest auch in einem Privathaushalt bei reichen Leuten in die Küche schmeißen, ne? Und so organisieren oder so. Nicht ganz. Nicht ganz. Das sind wieder die Hauswirtschaft, ja. Ah, verstehe. Gibt es diverse Unterschiede. Also auf jeden Fall 3 Jahre arbeitslos schon, ja, und jetzt in diesen 1-Euro-Job gekommen, worüber sich viele ja beklagen, dass es irgendwie eine Ausbeutung sei oder so. Wie siehst du es? Finde ich nicht, weil das ist sozial gebunden. Das heißt, man geht eigentlich nur an solche Objekte, wo der Staat mehr oder weniger seine Finger drauf hat, ja, nicht das öffentliche Gewerbe. Und ihr kriegt ja diese 1 Euro zusätzlich, wird das ja aufgerechnet, ne? Zu dem ALG 4, ja. Genau, so, ganz genau, ja, ja. Mhm. Und das ist, wenn ich mal von meinem Fall reden kann, nicht gerade unbedingt wenig. Ja. Wenn ich jetzt meine volle Stundenzahl zusammen kriege, das ist ja auch mal so eine Sache. Ja. Und dann habe ich aber auch schon wieder 800 Euro, ne? Also im Klartext, du stehst dich finanziell jetzt besser mit diesem 1-Euro-Job als vorher. Ja, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das muss man immer wieder so klar sagen, weil die Leute denken, ach, 1-Euro-Job, die verdienen ja nichts und so. Aber in der Kombination mit dem, was dir zusteht, ist das natürlich dann eine interessante Rechnung. Ja, ja, natürlich. Wie viele Stunden arbeitest du ungefähr so pro Tag? Regulär 8 Stunden. 8 Stunden. Und wenn man so viele Jahre arbeitslos war, stelle ich mir vor, dass man vielleicht auch so ein bisschen träge und tranig wird und gerne immer ausschlafen möchte und so. Ist es dir schwer gefallen, wieder so in diesen normalen Rhythmus reinzukommen? Nicht wirklich. Aber das war der erste Tag schlimm und der Rest, das geht jetzt eigentlich. Ja? Ja, das kann man schon sagen. Also und freust dich jetzt aber auf den Feierabend und... Ja, man freut sich auf den Feierabend, man freut sich, dass man wieder die Kollegen trifft. Man wird sehr gut auch unter den Kollegen, das ist ein gutes Klima und so. Ich glaube, es ist auch generell ein gutes Gefühl, einfach wieder eine Aufgabe zu haben und auch das Gefühl zu haben, ich bin auch sowas Nützlichem fähig, das zu machen und gehöre dazu einfach. Ja, natürlich. Mhm, ja. Richtig. Weil es ist ein ätzendes Gefühl, einfach nutzlos zu sein. Glaube ich. Ja, nutzlos ist man ja nie, aber man hat das Gefühl irgendwie so, ne, dass man nichts zur Gemeinschaft beitragen kann. Eben. Naja, es geht auch um das, sich selbst was zu nutzen. Ja. Kein Außenseiter, also es ist ein blödes Wort, aber nicht immer außen stehen zu sein.
Ich glaube ja auch, dass das so in der Biografie gut kommt, wenn du dich bewirbst, dass der nächste Arbeitgeber, den du dann hoffentlich findest, sieht, aha, der hat sich angestrengt, der hat das gemacht, der kennt auch wieder den Arbeitsprozess und so weiter. Richtig. Mhm, ja. Die Zeit der Arbeitslosigkeit, wie hast du die erlebt? Wie habe ich die erlebt? Ach, ich sag's mal so, die ersten paar Wochen sind gut. Ja. Das ist ein schöner Urlaub. Das ist wie Urlaub. Aber der Rest, das ist einfach nur noch grausig, weil man sitzt dann eher zu Hause, man hat gar nichts mehr zu tun. Mhm. Die Wohnung ist soweit sauber. Mhm. Weggehen kann man nicht mehr, weil man kaum noch Geld übrig hat. Hängt vor der Glotze wahrscheinlich. Hängt vor der Glotze und guckt sich Gerichtsshows an, ja. So in etwa. Ja, ja, ja. Das ist schon frustrierend. Und dann, wenn man so jung ist, ist das schon sehr, sehr, sehr nervig. Ja, ein Eurojob. Ein Plädoyer von dir, dass das eine gute Sache ist? Ja, also zum Einstieg auf jeden Fall. Und es ist ja immerhin noch befristet. Also es ist auch keine ewige Sache, ja, dass man das macht. Ne? Dann wünsche ich dir, dass das ein Sprungbrett ist, dahin, wo du gerne hin möchtest, in deinen Job nämlich wieder rein, in das, was du gelernt hast. Ja. Lieber Jan. Das hoffe ich auch. Alles Gute, alles Liebe von mir. Ja, wünsche ich auch und einen schönen Abend. Dankeschön, ja. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wer will jetzt mit mir sprechen? Das ist, glaube ich, Jürgen. Und Jürgen ist 56. Hallo Jürgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Tja, mein Thema ist, ich habe vor 2 Jahren im Juni eine Frau kennengelernt. Und habe sie in einem Straßencafé kennengelernt, sie angesprochen, ob ich mich zu ihr setzen dürfte. Und habe mich eine halbe, dreiviertel Stunde gerechnet mit ihr unterhalten. Ich merkte auch, dass sie also keine Deutsche ist. Sie kam aus Osteuropa, wie sie mir dann eröffnete. Wir hatten dann die Handynummern ausgetauscht und hatten uns in den nächsten Wochen noch häufiger wieder getroffen. Mhm. Und dann offenbarte sie mir, dass sie als Prostituierte arbeitet. Mhm. Ich hatte mich an und sich recht schnell in diese Frau verliebt. Ja. Und habe so ungefähr 8 Wochen mit ihr hier verliebt. Ja. Dann ist sie überraschend abgereist, ohne mir was dazu zu sagen. Ihre Heimat wollte Urlaub machen. Mhm. Hatte dann aber, bevor sie wegfuhr, nochmal mit ihr gesprochen, 2-3 Mal per Handy und auch per SMS. So, dann war sie circa eine Woche weg und dann bat sie mich um Geld, weil sie in Schwierigkeiten war. Sie schob die Schwierigkeiten, hatte irgendwie Schwierigkeiten mit einer Freundin. Mhm. Wo war sie denn? In welchem Land? Sie kam aus Tschechien und war auch nach Tschechien in Urlaub gefahren. Ja, ja. Und da war das Geld wohl recht schnell alle. Ah, du hast es ihr geschickt? Ja. Wie viel? Oh, das sage ich dir gleich. Also, die fing mit kleineren Beträgen an, ne? Ja. Na, klein war auch nicht so klein. Die erste Forderung lag so bei 650, knapp 700 Euro, ne? Mhm. Und ja, wie? Ich wusste auch nicht, wie. Ich sag, hast du ein Konto? Wie das? Ja, musste ich schlau machen und so weiter. Und dann lief das Ganze über Western Union. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, was ist das? Das sind ja Minutenanweisungen. Das Geld zahlst du bar ein. Ach so. Mhm. Das ist ein Formular, kriegst einen 10-stelligen PIN, den gibst du quasi mit einer SMS durch und dann ist das Geld innerhalb von 10, 15 Minuten verfügbar. Ah ja. Jetzt wollen wir es mal nicht so ausführlich meinen. Das Ganze ist vor 2 Jahren, hat das angefangen. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Ja, zuletzt habe ich was gehört von ihr am Anfang Februar letzten Jahres und zweimal Ende Januar auch letzten Jahres. Wie viel Geld hast du ihr insgesamt in der ganzen Zeit geschickt? Gute 21.000 Euro. 21.000 Euro? Ja. Wie viel Mal hast du sie während dieser Zeit gesehen? Gar nicht mehr danach. Bist du denn wahnsinnig? Ja. 21.000 Euro? Ja, ich habe geglaubt, an sich mit jeder Überweisung hole ich sie schneller hier rüber und genau das Gegenteil war der Fall. Ne? Ja, aber das merkt man doch nach dem zweiten Schuss in den Ofen, merkt man doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, und sie wollte Mitte September nochmal rüberkommen, da ist sie wohl auch wohl geschnappt worden in Frankfurt, da wollte sie mit einer Freundin über Bulgarien, über Frankfurt nach hier in nach Deutschland einreisen und da ist sie wohl geschnappt worden. Ja. Ich hab am Airport gewartet auf sie und dann traten Schwierigkeiten auf und dann musste sie raus, zurück, mit dem Bus zurück und ja, von da an ging das dann weiter. Ne? Und ist sie jetzt im Knast oder ist sie wieder verschwunden? Nö, sie ist, ich weiß nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sie unten im Osten ist und ich weiß auch nicht, ob sie mittlerweile wieder in Deutschland ist. Entweder ist sie wieder auf weiche Füße gefallen oder sie treibt das Spiel noch immer. Ich habe mich dann irgendwann natürlich auch mal der Kripo anvertraut.
Ja, ja, die werden sagen, sie sind selbst schuld, wenn sie das machen. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja natürlich auch meine Familie und... Ach, du hast ja noch Familie? Ja, natürlich. Du hast eine Frau. Meine Frau, ich musste ihr das irgendwann... Ich habe ihr das dann Anfang November letzten Jahres, da schrillten hier bei mir auf dem Bankkonto die Alarmglocken. Meine Bank wollte Rechenschaft von mir haben, wo das Geld... Ich hatte einen sehr hohen Dispo, muss ich sagen. Was sagt denn deine Frau dazu? Meine Frau hat mir bedingungslos verziehen. Du hast aber eine tolle Frau. Ja. Da hast du aber wirklich eine tolle Frau. Und als Strafe dafür hat meine Frau dieses im letzten Jahr, im Jahr 2004, zwei Schlaganfälle erlitten. Sie sitzt nun heute halbseitig gelehnt im Rollstuhl. Mhm. Mhm. Tja. Und du hast 21.000 Euro Schulden. Ja, und ich habe das immer noch nicht für mich verarbeitet. Das ist unglaublich, du bist ein erfahrener Typ von 56. Ja, ja, ja. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich bin immer gerade die nicht gewesen, aber... Mhm. Ich habe mich so bedingungslos in diese Frau verliebt und hätte höchstwahrscheinlich auch für sie, wenn sie zu mir gestanden hätte und gekommen wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich auch meine Familie für sie verlassen. Ist denn für dich das Ding jetzt definitiv abgeschlossen? Nicht, dass sie nochmal vor deiner Tür steht? Oder? Abgeschlossen insofern noch nicht, dass ich mich unwahrscheinlich verletzt fühle, ausgenutzt. Das ist klar. Aber wäre noch eine Versuchung da, wenn sie vor der Tür stünde? Ich weiß nicht. Ach, das musst du aber jetzt wissen, Mensch. Das darfst du. Ich will gar nicht hören, dass du jetzt sagst, ich weiß es nicht. Nein, nach so also viel Scheiße, die passiert ist. Also sich habe ich nur nach Wut und Hass für sie. Auf dich selbst eigentlich auch. Ja, natürlich, das ist ja das, was mich so kaputt macht, meine Selbstvorwürfe. Genau. Dass bei mir nicht irgendwann die Alarmglocken glocken. Leute, ich habe natürlich auch Leute, die ich da mal eingeweiht habe, einige wenige. Verstehe, die aber... Die haben mich immer gewarnt. Aber deshalb verlange ich fast schon von dir, dass du ganz eindeutig sagst, nee, wenn die hier vor der Tür steht, dann weiß ich, das Einzige, was ich machen würde, wäre die Tür zu und tschüss. Ja, natürlich, wird sie auch nie machen. Ne? Ja. Aber so, jetzt ist sowas Übles passiert. Deine Frau hat dir verziehen, was ja unfassbar ist. Ja, ja. Jetzt kannst du das nur gut machen, indem du dich jetzt wirklich intensiv um deine erkrankte Frau kümmerst. Ja, tue ich natürlich auch. Ne? Das ist das Einzige, wie du jetzt ein bisschen aus dieser Schuldenfalle wieder rauskommst. Mhm. Also ich meine, aus der moralischen Schuldenfalle. Ja, ja, ja. Mann. Das ist ja krass. Ja, das ist sehr krass, ne? Mann. Das ist sehr krass, du. Also ich... Hast du dir Vorwürfe, dass deine Frau deshalb auch jetzt die Krankheit bekommen hat? Nein. Also die Symptome waren schon da. Da hat sie also auch ein bisschen zu wenig auf ihr selbst, auf ihre Gesundheit geachtet. Mhm. Ne? Also den Schuh ziehe ich mir auch überhaupt nicht an, ne? Dass ich da irgendwie schuld dran bin. Ne? Mhm. Nein. Okay, jetzt musst du halt die 21.000 Euro in den Wind schießen. Ja, ja. Das ist jetzt dein Lehrgeld für das, was du da... Ja, habe ich natürlich auch noch lange dran zurückzubezahlen. Ja. Ich war ja nachher wie ein Junkie. Ich habe mir sogar noch Privatgeld gegeben. Wahnsinn. Zu was Menschen alles so fähig sind, ne? Was sie machen, wenn sie durchdrehen. Wenn sie liebestoll sind, ne? Ja. Also ich kann auch nur ihn warnen. Du hattest einen ähnlichen Fall schon mal in der letzten Woche vor Weihnachten. Da war auch ein Mann, der sich in eine Prostituierte verliebt hatte. Ich glaube, das war eine farbige sogar. Ja. War so ähnlich der Fall gelagert. Ja. Und daraufhin habe ich dann auch bei euch mal angerufen. Ich habe ja auch schon mal zwei meiner Warteschleife gehangen bei euch. Ja. Und ich denke, da musst du unbedingt um. Ich kann wirklich nur jeden warnen, ja. Jeden warnen. Ja, das ist gut zu hören. Sich wirklich in eine Prostituierte zu verlieben. Denn immer wieder, die sind einfach zu geldgeil, diese Frauen. Ja, so einfach kann man es auch nicht sagen. Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es sehr ordentliche Frauen drunter. Ja, also. Sicherlich. Aber das Geld ist doch zu verlocken, ne? So, Jürgen, du kümmerst dich um deine Frau. Mach ich. Und machst gut, was irgendwie gut zu machen ist noch an der Frau. Alles klar, ne? Alles Gute von Herzen dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir 13 Minuten nach 1 Uhr und jetzt machen wir ein kleines bisschen Pause und dann schaltet sich das Fernsehen dazu.
Ja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße die Fernsehzuschauer jetzt nochmal ganz besonders, weil wir im Radio hier schon angefangen haben. Bitte die kleine Verspätung im Fernsehen zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute, wie immer. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann seid ihr herzlich willkommen. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit dem Marcel und Marcel ist 25 Jahre alt. Hallo Marcel. Hallo Marcel. Ja, hallo. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's momentan darum, dass ich in einer Situation bin, wo ich absolut gar nicht mehr weiter weiß und auch gar nicht mehr rauskomme. Erzähl mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Es ist alles so umständlich, aber... Sag mal so ein paar Schlagworte. Ja, das hat mit meinem Job zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich dafür auch Dinge tun muss, die mir gar nicht passen. Was machst du vom Beruf? Ich mache Eventmanagement und bin Veranstaltungskaufmann. Ja? Und du musst Dinge tun, die du nicht gerne... Ja, also den Eventmanagement-Beruf, da bin ich halt reingerutscht seit mehreren Jahren und das lag auch eigentlich daran, weil ich sehr früh keine andere Möglichkeit bekommen habe, also weil man mich auch jobmäßig oder beruflich nicht unterstützt hat. Ich habe noch Privatausbildung zum Beispiel 2 Stück gemacht und... Zu was? Wie bitte? Zu was? Eine Ausbildung? Einmal als Friseur und einmal als Veranstaltungskaufmann. Okay. Jetzt keine langen Vorreden. Um was geht es konkret jetzt? Warum bist du unzufrieden in deinem Beruf? Ja, weil ich von keinerlei Unterstützung bekomme für diesen Beruf und ich eigentlich Dinge dafür tun muss, um dieses Ganze halt zu finanzieren. Und das hat halt auch mit, Prostitution zu tun. Also du prostituierst dich selbst? Genau, um dieses Ganze auch zu finanzieren. Weil um deinen Job, deinen Event-Manager-Job zu finanzieren? Ja, weil ich halt auch Veranstaltungen tätige. Ja. Also du bist selbstständig, oder wie? Genau, ich bin selbstständig damit. Und das bin ich schon sehr früh, das bin ich schon seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig. So, ich fasse mal zusammen. Und um diese Selbstständigkeit zu finanzieren oder finanziell zu unterfüttern, gehst du auf den Strich? Genau. Wie lange schon? Seitdem ich 13 oder 14 bin. So lange schon? Ja, so lange schon. Das liegt aber auch daran, weil, ja, ich auch eigentlich keine andere Wahl hatte, beziehungsweise auch sehr viel Stress zu Hause gehabt habe und ja, meine richtige Mutter, die kenne ich nicht. Mein Vater hat eine deutsche Frau geheiratet und die haben sich hier mal scheiden lassen. Lass uns mal über jetzt reden. Wie oft gehst du auf den Strich pro Woche zum Beispiel? Oh. Ja, schon zwischen 2 bis 5 Mal. Straßenstrich oder stehst du am Bahnhof oder kann man dich anrufen? Am Bahnhof stehe ich schon lange nicht mehr. Also man kann mich anrufen, übers Internet, in Lokalen und ja, gelegentlich mal auf der Straße. Ja. Wenn du mit einem Mann dich triffst, sind das ausschließlich Männer oder bedienst du auch Frauen? Beides. Beides. Vorwiegend aber? Männer. Vorwiegend Männer. Du sagst das auch mit so einem Ton, als würde dich das alles sehr belasten. Ja, das belastet mich schon sehr. Also vor allen Dingen, ich habe darüber auch noch nie öffentlich geredet. Also ich bin eigentlich, ich sag dir das jetzt auch mal ganz ehrlich, also ich stehe eigentlich auch teilweise sehr viel in der Öffentlichkeit. Und ja, eigentlich bin ich da sehr zurückhaltend oder traue mich da eigentlich gar nicht zu reden, aber ich bin wirklich in einer Situation, wo ich absolut fertig bin. Ja. Bist du in einer Beziehung? Seit mehreren Monaten nicht mehr. Also ich hatte eine Beziehung fast 4 Jahre gehabt. Mit einem Mann und mit einer Frau? Ja, mit einer Frau und zwischendurch auch mal mit einem Mann. Also ja. Wussten die Beziehungsmenschen, wussten die von deinem Doppelleben? Ja. Die wussten also, nicht? Ja, vor allen Dingen, was auch so krass war, meine Freundin, die wusste das alles, hat das alles genossen, hat mich eigentlich gar nicht davon abgehalten, hat mich sehr viel ausgenutzt und hat sich alles geben lassen, alles bezahlen lassen und hat mich davon eigentlich gar nicht weggeholt, die hat mir gesagt. Wie viel Mal hast du denn für dich, ich meine, du bist ein erwachsener Kerl, wie viel Mal hast du für dich schon versucht, ich gehe da raus, ich versuche einfach davon wegzukommen? Oh, sehr oft. Aber das Problem
Problem ist dann halt immer wieder gewesen, ich stand ohne alles da, keiner hat mir geholfen, ich habe nirgendwo einen Job gekriegt, ich habe mich überworben, ich bin zum Arbeitsamt gegangen, habe das und das und das gemacht. Und nun sind in der Situation leider Gottes sehr viele Menschen, auch junge Leute. Ja, ich weiß. Die aber dann nicht auf den Strich gehen. Obwohl ich weiß. Ich weiß, aber du musst dir auch so vorstellen, ich habe unheimlich viele Dinge zu bezahlen. Und im Grunde genommen bin ich aus diesen Situationen rausgekommen. Also ich habe jetzt auch schon 6-mal Bewährung bekommen. Also ich bin halt auch schon aufgefallen, jetzt nicht wegen schlimme Sachen, aber halt auch wegen Betrug. Also. Und da ist aber eine ganze Menge in der Schieflage, ne? Ja, und das Problem ist, ich bin aus diesen Sachen nur rausgekommen, weil ich halt sehr viel Geld dafür bezahlt habe. Und ich muss immer noch teilweise viel Geld zahlen. Wie viel Schulden hast du denn? Ah, es geht schon in 4- bis 5-stelligen, also es geht in 5-stelligen Betrag rein, also in 5-stelligen Zahlen. Also die Situation klingt so für mich als Außenstehender sehr verfahren. Ja. Da ist jemand, der hat extrem viele Schulden, der ist seit über 10 Jahren, geht auf den Strich, was natürlich auch ungeheuer prägend ist und eine schlimme Auswirkung hat auf die Psyche, der sehr unzufrieden ist. Und der geschäftlich eben auch sehr verstrickt ist in diverse Sachen, ne? So hört sich das alles an. Ja, das Problem ist auch, also du musst dir so vorstellen, seit meinem 18. Lebensjahr verkaufe ich mich so professionell, also im Managementbereich, dass die Leute wirklich alle denken, ich arbeite mit internationalen Firmen zusammen, dass ich ein professioneller Mensch bin, der 5, 6, 7 Angestellte hat, der richtig professionell arbeitet. Und das muss ich jetzt schon mehrere Jahre so durchziehen, obwohl das gar nicht so ist, obwohl ich eigentlich so klein bin und eigentlich Das heißt, diese Lüge zehrt natürlich enorm an einem. Oder auch diese Schauspielerei zehrt an Genau. Das Schauspielen, das belastet mich unheimlich sehr. Das heißt, wahrscheinlich ginge es nur mit einem radikalen Schritt bei dir, dass du radikal alles irgendwie versuchst zu verändern. Ich frage mich, wie ich das machen soll. Das geht nicht. Ich habe schon so oft versucht. Vor allen Dingen, du musst dir so vorstellen, ich sehe gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Mhm. Und wenn du seit Kindesalter oder seit einem jungen Alter richtig viel Geld gesehen hast. Ich dachte mal ganz ehrlich, in den letzten 10 Jahren habe ich mit Sicherheit umgerechnet 400.000 Euro ausgegeben. In den letzten 10 Jahren. Und wenn ein junger Mensch schon so früh geprägt ist mit so viel Geld, Ist das richtig, dann ist es echt verdammt schwer, da rauszukommen. Und bei mir ist es halt so, durch diesen Eventmanagement verdiene ich sehr, sehr viel Geld. Lass mich mal auf deine Schulden zu sprechen kommen. Sind das jetzt irgendwie so... sind das Schulden, die man auch in einer Schuldnerberatung besprechen kann? Oder sind das eher so Unterweltgeschichten? Das alles allgemein, aber eine Schuldnerberatung kann auch nicht viel tun. Ich war auch schon die ganze Zeit kurz davor, ein Insolvenzverfahren anzumelden. Ja. Ja, aber irgendwie schadet mir das dann auch alles fürs Geschäft, wenn ich dieses Insolvenzverfahren anmelde. Weil dann kann ich halt auch so keine Geschäfte mehr tätigen. Dann bin ich so gesehen geschäftsunfähig. Und weißt du, Marcel, ich finde das wirklich sehr, sehr erschlagend, erdrückend, was du erzählst, weil das so viel ist. Weil da so viele Problembereiche angesprochen werden. Einmal deine seelische Geschichte, die wahrscheinlich sehr komplex ist. Ja. Ne? Wenn man seit Kindesbeinen quasi als Stricher arbeitet, ist das schon heftig. Und dann diese ganze andere geschäftliche Ebene. Ich überlege jetzt gerade mal, von welcher Seite wir vielleicht versuchen könnten, dir ein bisschen zu helfen. Am ehesten von dieser psychologischen Sichtweise. Auch nicht die psychologische Seite. Dann. Ja. Ich habe da schon so viel Erfahrung mitgemacht. Ich war auch schon mal Psychotherapeuten, habe eine Psychotherapie gemacht und so. Und im Grunde, das, was du mir alles erzählt, das weiß ich schon. Und das hat mir alles nicht so viel gebracht. Ich bin ein falscher Typ. Letztendlich läuft es aber darauf hinaus, dass du musst einen Ansprechpartner haben, der mit dir Tacheles spricht und der auch klar mit dir dein ganzes Leben durchschaut und vielleicht dann auch mit dir neu strukturiert. Nur so geht es. Ne? Nur so geht es. Du hast jetzt auch den Strohhalm genommen und hast hier bei uns angerufen. Ja, wohl wissen, dass wir in einem 10-Minuten-Gespräch das natürlich nicht lösen können. Ja, du musst dir aber so vorstellen, schau mal, das ist mein Job, ich lebe dafür, weißt du, ich bin sehr früh da reingerutscht und ich habe es wirklich absolut professionell drauf. Ich habe eine Menge Geld damit verdient. Verstehe ich alles, aber dieses heißt ja eben, dass es genau so nicht weitergehen darf, weil die Situation so verfahren ist für dich, sowohl wirtschaftlich als auch seelisch, dass du ja das Gefühl hast, in der Sackgasse zu stecken.
Ja, aber dann sag mir doch mal bitte schön, was ich machen soll, wenn ich schon versuche, seitdem ich ein Jugendlicher bin, irgendwie von anderen Hilfen einen Job zu bekommen, eine Ausbildung zu bekommen, wenn ich zweimal selber eine Ausbildung selber finanzieren muss und sie dann halt kurz vom Ende abbrechen muss, weil ich es halt nicht mehr finanzieren kann, ich mich bemühe ohne Ende und keine Stütze, keine Hilfe kriege und ich ohne alles einfach auf die Straße stehe, was soll ich denn da machen? Ja, aber du merkst, dass du jetzt gerade ein bisschen jammerst, ne? Ja, im Ernst. Ja. Weil das, was du gerade beschrieben hast, wirklich, das haben so viele tausend andere Leute auch und die das mit Härte auch sich selbst gegenüber schaffen und sich hochrappeln. Aber ich würde gerne, dass du, was die seelische Geschichte anbelangt, da können wir am ehesten jetzt was Konkretes gleich machen mit dir, dass du jetzt unter zwei Ohren quasi mit meiner Psychologin weitersprichst. Finde ich effektiver und sinnvoller. Weil ihr mehr Zeit habt, das auseinanderzufummeln und so weiter. Ja, also du meinst von deiner Sicht her, dass ich alles aufgeben sollte. So vom Grundgefühl erstmal heraus, ja. Ich weiß genau, da muss man stundenlang drüber sprechen, dass sich da tausende von Fragen ergeben. Aber so von meinem Grundgefühl her glaube ich, dass ein klarer, harter Cut das Klügste ist. Ich spreche jetzt mal ehrlich mit dir, Domian, weil ich bin ja auch kein dummer Mensch. Ne? Ich sag mal so, du bist auch viel unterwegs, weißt du. Ich sag mal so, du hast auch sehr viele junge Menschen kennengelernt. Du hast sicher auch sehr viele junge, hübsche Menschen kennengelernt, sage ich mal, die da vielleicht auch schon reingerutscht sind oder das gemacht haben. Also daher kann ich mir auch schon vorstellen, dass du da eine sehr gute Menschenkenntnis hast, weil du halt einige Leute kennengelernt hast. Und deswegen frage ich dich halt so, wie du das Ganze siehst, ob ich komplett wirklich alles da vergessen sollte oder... Ja, ich sag's ja. Ja, ich glaube schon. Aber ich sage das nicht leichtfertig, weil ich weiß, dass das alles sehr schwierig ist. Deswegen biete ich dir an, weil das den Rahmen einfach unserer Sendung sprengt, das jetzt im Detail zu besprechen, dass wir das bitte auflegst und wir dich gleich nochmal zurückrufen. Das heißt, sofort zurückrufen. Mhm. Einverstanden? Okay. Marcel, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800, ihr Lieben. 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon. Klaus, 37 Jahre alt. Hallo Klaus. Hallo Klaus. Hallo Klaus. Ja, hallo. Da ist er. Hab dich gar nicht gehört. Schön, dass du da bist. Bin ich jetzt wirklich auf Sendung? Du bist jetzt auf Sendung, ja. Oh Gott. Wir schaffen das schon. Erstmal guten Tag. Mhm. Hallo. Über welches Thema unterhalten wir uns denn, Klaus? Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Aber fang mal einfach irgendwo an. Ich frage dann schon weiter. Mhm. Ich bin jetzt 20 Jahre daheim, also beziehungsweise ich tue nichts mehr, ich mache nichts mehr, ich gehe nicht mehr raus, treffe mich nicht mehr mit Leuten. Seit 20 Jahren? Ja, also ich habe schon gearbeitet, aber das war alles nur Mist, also ich habe mich nie wohl gefühlt. Wie lebst du denn? Hast du eine Familie oder bist du alleine? Ich wohne jetzt bei meiner Mutter, aber das auch nicht das Beste. Ja. Das heißt 20 Jahre in der Wohnung der... In der Isolation, ja. In der Isolation, in der Wohnung der Eltern, der Mutter. Ich war schon mal ausgezogen, aber das hat alles nichts gebracht. Ja. Lebt der Vater auch noch? Bitte? Nee, der ist gestorben. Der ist gestorben. Mhm. Und von was lebst du denn in deiner Isolation? Ich liege den ganzen Tag im Bett und grübel nach über das Leben. Ja. Und woher bekommst du Geld? Vom Arbeitsamt. Ja. Und den Rest gibt deine Mutter dir dazu und die finanziert dich mit? Ja, die gibt schon was dazu, aber... Aber so, dass du brauchst ja auch nichts, so... Verbrauchst ja wahrscheinlich kaum etwas. Genau. Du isst ein bisschen und... Genau. Heißt das, dass du auch das Haus nicht verlässt? Oder gehst du schon mal spazieren oder mal irgendwie ein Städtchen oder irgendwas? Selten. Hm. Du liegst den ganzen Tag im Bett, sagst du. Mhm. Grübelst. Ja. Guckst Fernsehen? Ab und zu, ja. Hm. Kannst du mir sagen, so grob, über was du grübelst? Grübelst du über die Zukunft, wie es anders werden könnte? Oder grübelst du über die Vergangenheit nach? Beides.
Was überwiegt? Gute Frage, die Vergangenheit eigentlich. Was glaubst du, warum das so ist? Warum du in eine solche Situation hineingeraten bist? Gute Frage. Ich habe gemerkt, mit 14 Jahren war ich schon immer so komisch irgendwie und depressiv. Und dann habe ich eine Lehre angefangen. Es wurde immer schlimmer. Ja. Hast du die Lehre abgeschlossen? Nee, habe ich abgebrochen nach 2 Jahren. Ja. Würdest du sagen, du sagst, ich war immer schon depressiv, dass das auch jetzt so ist, dass du eigentlich immer so das Gefühl hast, irgendwie so im schwarzen Tunnel zu eingefangen zu sein. Lustlos bist, keinen Antrieb hast, dich auf nichts freuen kannst, eher immer traurig bist, angeschlagen. Gibt es überhaupt mal so im Laufe des Jahres, wenn du so beispielsweise das letzte Jahr Revue passieren lässt, mal so ein paar Tage, wo irgendwas Schönes passiert ist, worauf du dich freust? Nee. Gar nicht. Dir geht es immer schlecht. Immer schlecht, ja. Also manchmal denke ich, dann bin ich so ein bisschen so manisch oder irgendwie, aber so aus der ganzen Sache rauskommen, nie. Unterhältst du dich mit deiner Mutter viel? Nee. Die hat sich mit der Situation abgefunden und lässt dich so in Ruhe? Ja. Mehr oder weniger, ja. Ja, aber die kocht für dich und macht auch sauber? Ja. Ja. Gibt es oder gab es Freundschaften? Ist schon lange her. Ist lange her. Das heißt? Jahre. Hast du schon mal eine Frau gehabt? 20 Jahre. Vor 20 Jahren? Mhm. Das heißt, du bist wirklich ein sehr einsamer Mann. War schon immer, ja. Wenn es einem so schlecht geht, was seelisch, bitte? Was soll ich da tun? Ne? Ja, ich wollte gerade fragen, wenn es einem so schlecht geht, kam denn noch nie dir in den Sinn zu sagen, ich gehe erst mal zu einem Arzt, zum Psychiater vielleicht? Das habe ich schon probiert, aber die können mir nicht helfen. Wie oft warst du denn bei dem Arzt? Ich war öfter mal bei einem Arzt und irgendwann habe ich es aufgegeben, weil ich gesagt habe, das bringt mir ja eh nichts. Was war denn das für ein Arzt? Weißt du das noch? Das waren Psychotherapeuten. Mhm. Ich war auch schon mal 1,5 Jahre in der Klapsmühle, hat mir nichts geholfen. Achso, du warst ja schon 1,5 Jahre in stationärer Behandlung. Ja. Nichts, gar nichts. Mhm. Tabletten, ja. Tabletten. Nimmst du jetzt auch Tabletten ein? Nein, gar nichts. Mhm. Diese Tabletten, haben die dich ein bisschen aufgehellt, ein bisschen besser gestimmt? Nee. Auch nicht? Das Problem ist, ich habe chronische Schmerzen. Also es hat angefangen mit Zahnschmerzen bei mir in der Arbeit und ich hatte immer Zahnschmerzen. Und dann habe ich mir alle Zähne rausmachen lassen. Ich habe keinen einzigen Zahn mehr im Mund. Ach, jetzt klingt das ein bisschen so, jetzt wo du sagst. Mhm. Und warum hast du dir nicht ein Gebiss machen lassen? Habe ich machen lassen, aber die haben mir das verpusht und wie soll ich sagen, also das, die haben es halt verpusht, das ganze Gebiss. Kann das sein, dass das ich konnte es auch nicht im Mund behalten, ne? Da wurde es mir immer schlecht dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, das hängt sicher mit deiner seelischen Erkrankung zusammen. Dass du die Zähne, vielleicht waren das auch nur Phantomschmerzen damals, vielleicht kannst du das Gebiss nicht ertragen, aus welchen Gründen auch immer. Ich war praktisch jede Woche mindestens 7-8 Mal beim Zahnarzt. Mhm. Und irgendwann, da reicht es auch. Ich habe mir alle Zähne rausmachen lassen, da war Schmerzen. Immer nur Schmerzen. Jetzt auch noch. Jetzt habe ich keine Zähne mehr drin, habe immer noch Schmerzen. Jetzt klingt das wahrscheinlich für viele Leute, die das hören, für mich auch sehr bedrückend, was du erzählst. Da ist ein Mann, 37 Jahre alt, der seit 20 Jahren sich völlig isoliert hat, der sehr depressiv lebt, der keine Freunde hat. Ja. Bist du schon manchmal irgendwie so kurz davor zu sagen, ich will überhaupt nicht mehr, ich nehme mir das Leben? Ich wollte es schon tun, ja, schon oft. Also ich mit 18 habe ich es mal probiert und seitdem nicht mehr, aber... Hast du noch eine Hoffnung? Doch, ja. Was ist die Hoffnung? Die Hoffnung war für mich immer,
wenn es eine Gerechtigkeit gibt und Gott gibt, dann hilft er mir da raus und oder er lässt mich sterben. Das ist eine schöne Hoffnung. Das ist eine Hoffnung. Aber ich finde, man sollte eine Hoffnung haben, aber man muss auch ein bisschen selbst, vielleicht auch selbst was dazu tun. Man kann hoffen, dass Gott einem hilft, aber es ist auch schön, wenn man selbst seinen Teil dazu beiträgt, dass etwas geschieht. Aber ich habe, das Problem ist, ich kann ja auch, ich bin ja isoliert, ich kann ja auf Menschen nicht zugehen. Also was soll ich jetzt so tun? Ich sehe dann gar nicht raus. Weißt du übrigens, ich muss hier unterbrechen, dass ich in Anbetracht deiner Situation und deiner Seelenlage das phänomenal finde, dass du dich getraut hast, hier anzurufen. Das frage ich mich auch, weil nebenan ist meine Mutter. Und wenn die das mitkriegt, dann gibt es wieder Ärger. Nein, das ist doch toll. Großes Lob an den Sohn. Ich finde es super, weil ich erahne so ein bisschen, was das für eine Überwindung für dich war. Und auch jetzt ist, in diesem Moment hier zu sprechen. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass ich da durchkomme. Ja. Und dass mich jemals überhaupt jemand hört. Jetzt hören mich wahrscheinlich ein paar Millionen und lachen über mich. Oder nein, so. Da lacht keiner über dich. Ich sag dir, all die Leute, die zuhören, die werden denken, verdammt nochmal, der Typ hat Mut, obwohl es ihm so beschissen geht, obwohl es ihm so schlecht geht, hat er den Mut. Vielleicht könnte man das ja, Klaus, als ersten kleinen Schritt zu einer neuen Bewegung sehen, dass du hier angerufen hast. Das zeigt mir ja auch, dass da noch eine Lebensenergie bei dir ist. Es ist ein Lebenswille da. Ja, wenn du dich völlig aufgegeben hättest, hättest du hier auch nicht angerufen. Du hättest gedacht, naja komm, lass es sein, ich lieg im Bett und döse vor mich hin. Nur hast du schon viele psychologisch-psychiatrische Erfahrungen hinter dir. Ja. Dennoch wird der Weg aus der Misere heraus nur über diese Ebene laufen. Anders wird es nicht gehen. Ich glaube nicht, dass du es alleine schaffen wirst. Nee, das schafft man nicht alleine. Nee. Ich habe nur gedacht, ich schaff's alleine. Ja. Aber das ist ja auch okay. Dann hat man irgendwann, eine Weile versucht man das alleine zu schaffen. Das finde ich auch gut. Man sollte nicht immer gleich zum Arzt, zum Psychologen rennen. Genau. So, aber wenn man es irgendwann einsieht, man schafft es nicht alleine, dann muss man das machen. So, und jetzt werde ich dich, jetzt werden wir dich, ich, meine Mitarbeiter bzw. meine Psychologin, so kompetent wie irgend möglich beraten in Sachen guter psychiatrischer Behandlung für dich. Und dann geben wir dir ein paar Informationen an die Hand. Mehr können wir nicht machen. Das werden gute Informationen sein. So, und dann kannst du und wirst du für dich entscheiden, was du draus machst. Und ich würde dir wirklich von ganzem Herzen wünschen, nach so einer langen Leidenszeit, das muss man ja wirklich so sagen. Ja, es ist nur Leiden. Es ist eigentlich dauernd. Also meistens ein bisschen besser und dann eigentlich ständig, ja. Denn du bist ja eigentlich noch ein junger Kerl, ne? Das ist ja noch kein Alter, 37. Dass es nochmal nach vorne geht. Und dass es in irgendeiner Weise, wenn es nur Nuancen und erstmal Millimeter sind, eine Veränderung zu einem etwas besseren Leben stattfindet. Das wäre doch sehr schön. Jetzt legst du auf, lieber Klaus, und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay. Nochmal dickes Kompliment, dass du angerufen hast. Und du hast das ganz toll gemacht und hast ganz toll gesprochen. Du hast nicht gestottert und hast nicht den Faden verloren. Finde ich super. Wirklich. Alles Liebe und alles Gute. Dir auch, Domi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wer ist jetzt hier? Hier ist Sabrina. Und Sabrina ist 21 Jahre alt. Hallo, Domi. Hallo, Sabrina. Ja. Also, ich habe, ja, zu dem, was vorher war, eigentlich nur ein kleines Problem. Egal. Und zwar, ich weiß was ich nicht wissen darf, beziehungsweise nicht wissen möchte. Eine Geheimnisträgerin. Ja. Was du nicht wissen darfst und auch nicht wissen möchtest. Eigentlich nicht. Dennoch weißt du es. Jo. Das ist ja fast schon jetzt ein Rätselrate-Spiel. Ja, nee. Was ist es? Es geht um von meinem Freund, den besten Freund. Und zwar ist es so halt klickemäßig. Und er hat jetzt eine Freundin seit circa 2 Jahren. Und ich weiß, dass seine Freundin fremd geht. Das wäre nicht das Problem. Ich bin halt auch eine Person, die sagt, würde ihm das sagen. Ja. Das Problem ist, vor 2 Jahren war dasselbe Theater schon mal mit seiner Ex-Freundin. Und da habe ich es ihm auch gesagt. So, und da hat er sich versucht umzubringen. Gott sei Dank hat es nicht geklappt.
So, und dann wurde mir halt vor anderthalb Jahren irgendwann mal gesagt, dass ich fremdgehen würde. Und da habe ich mir nur gedacht, naja, erzählt wird viel, solange ich es nicht gesehen habe, interessiert es mich nicht. Mhm. Ja, und dann war ich dann zufällig mal auf irgendeiner Fete, wo eigentlich von unserer Clique niemand sein sollte. Mhm. Da war sie dann aber mit einem von den 5 erzählten Männern. Mhm. So, dann habe ich erst gedacht, naja, habe sie dann nach ein, zwei Wochen drauf angesprochen, weil ich halt nicht damit klargekommen bin. Mhm. Da hat sie dann nur gesagt, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also sie hat zugegeben? Ganz klar. Ja. Wir halten nochmal fest, wir reden jetzt von dem Freund deines Freundes. Genau. Ne, um nochmal klar zu machen, wie die Verhältnisse sind. Genau. Mhm. Mit dem du auch eng befreundet bist, oder? Ja, der ist jeden Tag hier, also ja. Die sind beide jeden Tag hier. Es geht mittlerweile schon so weit, dass wenn sie auch hier hinkommt, dann gehe ich aus dem Raum. Ist zwar meine Wohnung, aber... Mhm. Weil ich kann mit dieser Frau nicht in einem Raum so sitzen. Und dann hat sie so kaltschnäuzig darauf geantwortet, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß? Genau. Wie lange läuft das schon mit dem anderen? Es sind insgesamt 5. Ist nicht nur einer. Es sind 5? Sie hat mit 5 Typen noch nebenher Affären? Seit anderthalb Jahren, genau. Mit 5 Typen seit anderthalb Jahren? Ja. Das hast du doch nicht alles beobachtet mit den 5 Typen? Oder hat sie dir das gesagt? Nein, mit 3, das weiß ich, 1000-prozentig. Hm. Was sagt dein Freund denn dazu? Ja, er weiß, ich habe ihm das, also das ist der Einzige, der es weiß, ich habe es ihm erzählt und er hat nur gesagt, das, was vorher war, bin ich auch zu ihm gegangen und habe gesagt, so und so ist es. Mhm. Er hat dann damals seine Freundin darauf angesprochen, ja, und die hat dann halt zugegeben. Mhm. Und dann hieß es ja, er ist im Krankenhaus und tralala, und da hat mein Freund dann nur zu mir gesagt, wenn ich meine, ich muss es ihm erzählen, wüsste er nicht, wie er darauf reagieren würde. Mhm. Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal, wo er dann hier war, habe ich dann so mit ihm gesprochen in der Hinsicht, was denn passieren würde, wenn so ein Fall nochmal passiert, wie vor 2 Jahren. Mhm. Da hat er nur gesagt, hat er mir als Antwort nur gegeben, ja, dann würde mich keiner finden. Mhm. Mhm. So, was hatte er damals denn gemacht? War das ein sehr ernstzunehmender Selbsttötungsversuch? Ja. Was hat er gemacht? Ja, er hat Tabletten genommen und ist dann irgendwo im Wald, ist vorher im Wald gefahren, hat Tabletten genommen, was man ihn eigentlich nicht finden sollte. Mhm. So, und jetzt dein Freund, welches sein bester Freund ist, der sagt, der ist sich nicht ganz im Klaren, was du oder was ihr tun sollt. Genau. Weil er Angst hat, er könnte wieder was... Mhm. Und er versucht das halt vor sich herzuschieben, und wenn ich mit dem Thema anfange, weil ich bin mittlerweile so weit, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann. Mhm. So, jetzt kann man natürlich in zweierlei Hinsicht denken. Man kann denken, okay, wenn ich ihm das jetzt sage, ist er hochgradig selbsttötungsgefährdet. Mhm. Andererseits kann man sich überlegen... Wenn da so viele jetzt im Spiel sind, wenn du von 5 Männern redest, das ist ja unglaublich, besteht da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das sowieso irgendwie mal durchsickert. Was dann? Was passiert dann mit ihm? Ja, das weiß ich nicht. Das Geilste von allem ist, die wohnen alle in einem Ort. Mhm. Also ist das eine Frage der Zeit nur noch, dass das irgendwie durchsickert? Nein, die macht das ganz intelligent. Aber wirklich intelligent. Also da würde kein... Ich wäre nicht drauf gekommen. Und er würde auch nicht drauf kommen, weil er ist halt so einer, wenn er eine Freundin hat, dann trägt er diese Frau auf Hände und er sieht nichts, was drumherum passiert. Also, ich sage jetzt mal so ganz spontan, wenn ich mich in deine Situation versetze, ich habe einen Freund oder wäre in der Situation, wie du bist, würde ich schon so die moralische Verantwortung verspüren, meinen Freund einzuweihen. Aber nicht nur in dem Sinn, dass ich ihm einfach jetzt das vor den Kopf klatsche, sondern in Anbetracht der Vergangenheit, was da passiert ist, müsste man sich gleich von vornherein irgendwas überlegen, dass man den auffängt, dass man ihm hilft, dass man vielleicht sogar schon irgendwas organisiert hat, dass er gleich zu einer Beratung geht, dass er auf jeden Fall nicht alleine ist. Andererseits könnte man natürlich auch jetzt sagen, okay, wir lassen den jetzt einfach in Ruhe, das ist jetzt sein Ding, da muss er jetzt auch irgendwie dann selbst mit umgehen und irgendwann wird es ihm schon auffallen. Ich würde nicht mit einem Freund so umgehen, ich würde es ihm sagen. Aber es ist in diesem Fall wirklich kompliziert, weil es darf ja nichts Schlimmes passieren. Ja, und das ist das Problem. Die Gefahr, dass vielleicht was Schlimmes passiert, wenn du nichts sagst, ist vielleicht sogar noch größer, als wenn du was sagst. Wenn er das irgendwie von jemand anderem erfährt, irgendwie wenn es durchsickert, habt ihr es gar nicht mehr in der Hand. Dann ist er einfach weg und er tut sich etwas an. Jetzt habt ihr es noch in der Hand. Ihr könnt gemeinsam mit ihm reden, ihr könnt auf ihn einwirken, dass ihr vielleicht zusammen zu einer Beratungsstelle geht, was weiß ich, irgendwas auf jeden Fall unternehmen. Das heißt, ihr könnt noch eher Regie führen, sonst könnt ihr es nicht. Also ich würde sagen.
Ich habe auch schon mit ihr geredet und habe zu ihr gesagt, ich so, entweder gehst du zu ihm und sagst es oder ich sag es. Da hat sie mich mit großen Augen angeguckt, hat gegrinst und ist gegangen. Was ist denn das für eine Frau? Ja, keine Ahnung. Aber was ist das denn für ein Biest? So muss man es doch sagen. Ja, und im Nachhinein, ich habe dann mal so ihre Freundinnen und Freunde so von, weil die vom anderen Ort kommt, gefragt. Mhm. Mit ihrem Ex-Freund hat sie es genauso gemacht. Mhm. Und kann es denn auch sein, dass euer Freund so ein bisschen blauäugig ist? Das Problem bei ihm ist, wenn er verliebt dauert, ist. Nein, es dauert immer, bis er sich so irgendwie irgendwelchen Menschen nähert. Mhm. Und wenn er dann irgendjemanden gefunden hat, wie zum Beispiel jetzt sie, ja, dann ist es wirklich so, ich könnte jetzt zu ihm hingehen und könnte ihm sagen, hör zu, sie geht fremd. Mhm. Ich könnte, keine Ahnung, Beweisfotos oder was weiß ich, das würde er nicht, er würde zu mir sagen, glaube ich nicht, basta. Mhm. Aber damals hat es ja schon mal gestimmt. Ja, und da hat er aber auch zu mir gesagt, nee, das glaube ich nicht. Mhm. So, und zwei Tage später war es dann soweit. Glaubt man ja vielleicht im ersten Moment auch nicht, ne? Wenn man groß verliebt ist und das hundertprozentige Vertrauen zu dem Partner hat, ist das ja auch erstmal schwer zu glauben. Würden wir selbst vielleicht ja auch so reagieren. Vielleicht ist es bei ihm noch ein bisschen heftiger. Ja, das Problem ist nur, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihm das damals gesagt habe, war seine damalige Freundin mit im Raum. Mhm. Und die hat das sogar bestätigt. Mhm. Also sie hat eigentlich nur ein Sprungbrett gesucht, um ihm das zu sagen. So, also meine Auffassung ist, die habe ich ja gerade gesagt, Informationen geben, sagen. Aber ihn auf jeden Fall irgendwie aufzufangen versuchen, wie man das am besten macht. Da geben wir dir jetzt noch ein paar Tipps gleich im Gespräch im Hintergrund. Mhm. Einverstanden? Mhm. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ein Hinweis auf Samstag. Samstag, Promi-Tag bei uns. Wer ist zu Gast? Zu Gast ist der Schauspieler Mathieu Carrière. Wenn ihr mit Mathieu Carrière auch sprechen wollt, so wie ihr es am Samstag mit Stefan Raab gemacht habt, dann könnt ihr euch per Mail jetzt schon ab heute und die ganze restliche Woche anmelden unter domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer, damit wir euch zurückrufen können. Mathieu Carrière, mein Gast, Samstagabend im WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr, Schauspieler Mathieu Carrière. Markus, 34 Jahre alt, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Ja, grüß dich. Also mein Thema ist, also behindert mit einer Freundin bin ich zusammen, mit einer behinderten Freundin. Aha, du bist selbst auch behindert. Nein, ich bin nicht behindert, ich bin mit einer behinderten Freundin zusammen. Ja? Wir haben uns damals per Internet haben wir uns kennengelernt. Was hat deine Freundin für eine Behinderung? Sie ist gehbehindert, also sie ist im Rollstuhl. Ja. Ne, und Leitung ist sehr schlecht, übrigens halt mal so nah wie möglich an den Mund oder wenn du ein Handy hast, geh ans Fenster. Jetzt besser? Das hoffe ich, ja, es piepste gerade so ein bisschen. Mhm. Jetzt habe ich aber nicht verstanden richtig. Sagst du nochmal die Behinderung? Ja, wie gesagt, ich bin mit einer behinderten Freundin zusammen, also ich bin nicht behindert. Ja, ist klar, sag nur noch die Behinderung deiner Freundin. Also sie sitzt im Rollstuhl, sie ist gehbehindert. Ja. Mhm. So, und wir haben uns damals per Internet kennengelernt. Ja. Also, und dann bin ich da mit dem Zug hingefahren. Mhm. Wie gesagt, und das war irgendwie lieber auf den ersten Blick. Und ja, wir sind auch jetzt seit über 2 Jahren zusammen. Wohnt ihr zusammen auch? Nein, wir wohnen noch nicht zusammen. Ja. Und wie gesagt, seit ungefähr einem Jahr habe ich mit ihr nichts mehr. Also wir haben damals regelmäßig miteinander geschlafen und alles. Mhm. Und das ist seit gut einem Jahr gar nicht mehr der Fall. Warum nicht? Ja, ich habe sie mal darauf angesprochen. Sie sagte einfach, sie hätte zur Zeit irgendwie keine Lust. Mhm. Ja. Hat sie denn, die Behinderung ist mir noch nicht so ganz klar, du sagst gehbehindert, sitzt im Rollstuhl, ist sie querschnittsgelähmt oder was? Sie ist von klein auf, von Geburt auf, ist sie im Rollstuhl. Ja, aber sie hat ein ganz normales sexuelles Empfinden oder nicht? Ja, ein ganz normales Empfinden hat sie, ja. Das schon, ja. Mhm. Ja. Und sie sagt, dass sie seit einem Jahr keine Lust mehr darauf hat? Oder nee, also jedes Mal, wenn ich sage, lass uns mal ein bisschen zusammen schmusen oder was, dann sagt sie, nee, ich habe im Moment keine Lust, also mir geht es heute nicht gut und so weiter und so fort. Mhm. Also seit gut einem Jahr fast gar nichts mehr. Dann stimmt die Aussage ja auch nicht, ich habe heute keine Lust, dann steckt da ja mehr hinter. Ja, ich ne? Wenn man, wenn man seit einem Jahr das nicht mehr möchte, hängt da irgendwas anderes hinter. Ist sie aber auch sehr schwierig, finde ich, für dich damit umzugehen, ne? Ja, das ist es auch. Wie gesagt, wir hatten am Anfang regelmäßig, also da kamen wir aus dem Bett schon nicht mehr raus. Ja. Und jetzt seit einem Dreivierteljahr oder ein Jahr ist gar nichts mehr. Gibt es denn überhaupt noch so Zärtlichkeiten zwischen euch beiden? Ja, ab und zu mal gibt es mal ein Küsschen und das war es auch.
Und wenn du bei ihr bist und bei ihr schläfst, also nur übernachtest, schlaft ihr denn in einem Bett? Ja, also wir hatten nur so ein Einzelbett, also da passen wir beide nicht großartig rein. Da habe ich noch so ein, damals so ein Luftbett noch dazu geholt. Ja. Ja gut, das habe ich aufgeblasen und habe mich daneben gelegt. Aber ja. Und da passiert auch kein, nicht ein bisschen kuscheln mal oder? Nein, gar nichts. Gar nichts. Nein. Liebst du sie noch? Ja. Und wie ist es bei ihr? Ja, ich habe sie immer mal gefragt, ob sie mich noch liebt. Mhm. Da sagte sie jedes Mal nur zu mir, da brauchst du keine Antwort zu geben, das weißt du genau, sagte. Mhm. Okay, ja. Da musst du ihr aber auch klar machen, und das finde ich ist auch ein gutes Recht, dass das natürlich eine Situation ist, die nicht auf Dauer so weiterlaufen kann. Und dass die Antwort von ihr, ich habe heute keine Lust auf Sex, die ist nach einem Jahr nur wirklich nicht mehr befriedigend. Nein. Da muss sie Klartext sprechen, was los ist. Wie gesagt, wenn ich zu ihr sage, komm, lass uns mal ein bisschen zusammen kuscheln oder was, an dem mir geht's heute nicht gut, aber ich habe heute keine Lust, ja, und so weiter. Okay, so. Ich finde, dass du darauf hinwirken musst, dass du mehr erfährst, was der Hintergrund ist. Weil über kurz oder lang die Gefahr einfach besteht, dass die Beziehung kaputt geht. Und das musst du ihr klar machen. Nein. Und wenn sie selbst dazu nicht in der Lage ist, das zu sagen, was in ihr vorgeht, dann geht zusammen zu einer Paarberatung. Das habe ich dir auch so vorgeschlagen, ja, dass wir mal zu einer Beratung gehen. Dann sagst du, nee, das hätte sie nicht nötig, das bräuchte sie nicht. So, dann musst du sagen, du hättest das aber nötig in der Situation. Ja, das habe ich dir auch gesagt. Ich habe auch noch Gefühle, habe ich zu ihr gesagt. Ja. Ja, da sagst du, darauf könnte sie im Moment keine Rücksicht drauf nehmen. Sie möchte im Moment nicht und das sollte ich akzeptieren. Mhm. Gut, wenn die Dame so klar drauf ist, dann musst du irgendwann auch klar sagen, pass mal auf, wenn ich nicht weiß, was da los ist und wenn du nicht bereit bist, mir das zu sagen und dich auch nicht bemühst, dann kann ich auch nicht mehr lange mit dir zusammen sein. Ja, ist schon richtig. Also nur so kannst du da, musst du auch dann, wenn sie so hart auftritt, musst du es auch machen. Finde ich auch ein bisschen dreist von ihr, ehrlich gesagt. Ja, ist es auch. Nur, wie gesagt, ich liebe diese Frau. Ja, trotzdem. Also irgendwann Liebe hin, Liebe her. Man kann sich... 2 Jahre jetzt mit ihr zusammen. Schon. Aber man kann sich ja nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Auch wenn man, wenn man sich liebt. Ich würde dir auch raten, wenn du, wenn sie dann nicht mit hingehen will, dann gehst du erstmal alleine zu so einer Beratung. Dann hast du schon mal so einen Hintergrund, so einen Rückhalt. Mhm. Die können mir da irgendwie bei helfen? Bitte? Wenn ich da alleine hingehe, dass die mir da irgendwie helfen können? Zumindest hast du einen kontinuierlichen Ansprechpartner, einen festen Ansprechpartner und vielleicht merkt sie dann, wie ernst dir das ist und sie kommt beim nächsten oder übernächsten Mal mit. Ja gut, das könnte ich mal machen. Wenn du von uns eine Adresse haben willst, von einer Beratungsstelle in deiner Nähe, können wir dir gerne noch gleich geben. Möchtest du? Ja, das wäre nicht schlecht. Gut, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Ja, Domian, jetzt eine Frage. Kann ich von dir noch ein Autogramm haben? Ja, dann gibst du gleich deine Anschrift noch durch und dann kriegst du eins. Ja, gut, danke schön. Okay. Tschüss. Okay. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Gut, tschüss. Ihr Lieben, diese Woche haben wir auch ein Thema. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist wieder eine ganz feste Themennacht und das Thema heißt dem Tod ins Auge geschaut. Das ist unser Thema. Auch für dieses Thema könnt ihr euch ab heute schon anmelden über Mail unter domian@wdr.de. So, jetzt frage ich meine Regie, wie es weitergeht mit Dennis. Und Dennis ist 18. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Dennis. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke. Prima. Okay, endlich mal schwer durchzukommen bei euch, aber ja, endlich mal hat's geklappt. Schön, dass du da bist. Und was geht's? Ja, es geht um diesen Schiedsrichterskandal jetzt, der da jetzt in den Medien so hochgepusht wird. Ach du liebe Gott, da hast du ja bei mir einen richtigen Ansprechpartner. Ja, ja. Also ich weiß nur, dass da irgendwie Schmuh getrieben wurde. Dass da böse Sachen im Spiel sind. Ne? Dass der den Wettskandal, genau. Aber also, hallo, ne? Dass der Schiedsrichter auf seine eigenen geleiteten Spiele vorher gewettet haben soll. Unfassbar! Und dann Sachen entschieden hat, ich habe keine Ahnung vom Fußball, ich habe es im Fernsehen gesehen, wo die Fußballnation empört war, dass der so entschieden hat, aber das Wort des Schiedsrichters gilt ja, ne? Ja, also ich muss sagen, ehrlich, so die Medien pushen das auch ein bisschen hoch, also ich sag mal so, es ist ein Verdacht da, ja, seitens der ja, aber der Verdacht ist schon ziemlich krass. Selbst der DFB hat sich ja gestern, habe ich auch im Fernsehen gesehen, also die scheinen ja doch alarmiert. Die nehmen das schon ernst. Also ich mache selber jetzt meine Schiedsrichterausbildung gerade und habe morgen meine Prüfung oder beziehungsweise heute jetzt, der Abend. Ja. Und ich muss sagen, früher, also jetzt vor einem halben Jahr circa, war ich selber bei der Schiedsrichtergruppe von Hertha. Mhm.
habe dann aber den Verein gewechselt, weil die Gruppe schon zu voll war sozusagen. Ja, ja. Und meine Leistungen damals noch nicht ausgereicht haben, dass sie jetzt das rechtfertigen hätten können, noch ein Jahr zu nehmen. Ja. Haben sie mich aber gut vermittelt, das war alles ganz prima. Mhm. Zum anderen Verein, die auch gute Schiedsrichterbetreuung machen. Ja. Zumindest habe ich einmal den Robert, der Schiedsrichter, den auch kennengelernt beim Training. Und also diesen Hauptverdächtigen jetzt. Ja, ne? Ja. Mhm. Und ich muss sagen, für mich wirkte er ein sehr kompetenter junger Mann. Und ich finde... kann ja sein, dass er absolut kompetent ist. Ich kann mir das so nicht vorstellen, weil ich, so viel ich weiß, werden wir auch bezahlt bei den Bundesligaspielen. Was meinst du, wie viele kompetente Menschen in allen möglichen Bereichen Dreck am Stecken haben, die sehr kompetent sind? Wenn das Geld lockt, ich habe den von dem Fernsehen gesehen und kann mir da so keine Meinung drüber erlauben. Gut, also ich sag mal so, ich habe ihn auch nur einmal gesehen beim Training und ich fand ihn so persönlich als Mensch sehr nett und sehr kompetent. Gut, das hat nichts darüber zu sagen, ob er das jetzt getan hat oder nicht, aber ich finde es unmöglich, also ich mache niemanden Vorwurf, also auch dem DFB nicht oder dem BFV. Also die können ja alle gar nichts dafür. Aber ich rede jetzt von der Bild-Zeitung zum Beispiel. Mhm. Die Bild-Zeitung titelt Skandalschiedsrichter spricht in Bild oder sowas. Mhm. Und ich finde es ein Unding, wenn der Schiedsrichter sich schon bereit erklärt, der Bild ein Interview zu geben, dass sie den nächsten Tag dann so verhöhnen. Weil ich meine, die sollen ja froh sein, dass wir überhaupt ein Interview gegeben haben, dass die ihr Geld da machen können. Und dann ziehen die noch ein Verdacht, es ist ja noch nicht mal bewiesen, und ziehen den Verdacht dann das Image von dem Schiedsrichter so runter, dass wenn bewiesen wird, dass er eigentlich gar nichts getan hat, dass er eigentlich sein Gesicht verloren hat. Der kann kein Spiel mehr machen. Aber mittlerweile berichten darüber alle seriösen Medien ja auch. Das ist jetzt nicht nur eine Erfindung der Bild-Zeitung. Ja gut, aber es ist bis jetzt nur ein Verdacht. Und ich meine sogar die Schiedsrichter, die heute... Gut, aber über einen Verdacht muss man ja auch, wenn der begründet ist, muss man ja auch berichten. Zumal in diesem Fall ja noch andere Leute auch noch im Spiel sein sollen, eventuell. Man macht immer so Andeutungen, dass das noch weitere Kreise ziehen könnte. Also laut bis dahin, dass sehr viele Spiele irgendwie annulliert, die Ergebnisse annulliert werden müssten. Nee, das geht bei einem Pokalspiel, geht das, soweit ich weiß, bis aufs Wettbewerbsbestimmungen nicht. Ah ja. Aber bei den Bundesligaspielen haben sie überlegt, ob sie die jetzt wiederholen. Mhm. Zumindest finde ich die anderen Schiedsrichter jetzt, die sich jetzt da gemeldet haben, die den Schiedsrichter da gemeldet haben sollen, den Robert Holzer, die haben ja auch laut Medien ausdrücklich bekannt gegeben, dass er halt nicht dem unterstellen, dass er Wettskandale begangen hat, nur dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Also ich glaube, dass dieses Thema uns alle, sogar die keinen Fußball mögen und nicht sehr Fußball interessiert sind, noch sehr beschäftigen wird, weil das ist ja schon ein sehr, sehr großes Thema. Also ich meine, wenn das stimmt, dann ist es schon eine happige Sache, aber ich meine, wenn der Schiedsrichter das abstreitet, es ist auch sein gutes Recht. Und wenn dann herauskommt, der war es nicht, dann stehen da drei Zeiler in der Bildzeitung hinten, dass es nicht stimmt. Aber in den Menschen der Köpfen wird immer drin sein, das Image alleine schon ist schon... Jetzt sag du mir doch mal, ich merke schon, du hast Angst um auch das Ansehen der Schiedsrichter an sich. Naja, weil du bist, selber jetzt meine Ausbildung mache. Genau, du bist 18 Jahre... Lass mich mal fragen, weil ich weiß das überhaupt nicht. Mit 18 Jahren kann man eine Ausbildung, eine richtige Ausbildung als Schiedsrichter... Das ist so eine Art Lehrgang. Also das wird... zumindest in Berlin ist es so, dass man zu 6 Terminen erscheint, also, beziehungsweise zu 5 Terminen den Lehrstoff vermittelt bekommt und am 6. Termin die Prüfung halt abschließt. Das macht man natürlich so nebenbei. Du machst... Ja, klar. Du bist, das ist jetzt... Freizeit, das ist Freizeit, ja. Aus Leidenschaft sozusagen, weil ich... Warum wird jemand Schiedsrichter und gerade in deinem Alter auch und nicht Fußballer? Ja, liegt wahrscheinlich mehr an den verlegten Füßen. Das heißt, du bist Fußball sehr interessiert, aber hast schon gemerkt, dass du nicht das Riesentalent hast zum Selbstfußballspielen? Das liegt daran, weil ich habe vor 3-4 Jahren entdeckt, also meine Mutter ist geschieden, also meine Eltern sind geschieden. Ja. Und meine Mutter hat dann einen neuen Freund kennengelernt und der spielt selber als aktiver Spieler bei Hertha BSC. Mhm. Und da bin ich halt zu den Spielen gegangen und seine Schwester von dem Freund, die ist auch bei Hertha tätig. Ja. Also die macht so Ehrenarbeit und Organisation und alles. Mhm. Und darum hat mich dieses Interesse halt entdeckt. Bist du da so reingerutscht quasi? Entdeckt, genau, so mehr oder weniger. Und das wäre so, für die Zukunft, kann man das auch, also irgendwann geht man auch ganz professionell, wird man professionell Schiedsrichter?
Ja, du kannst aufsteigen. Du kannst das halt, kann wenn man. Du sportlich gut bist und dann später auch... Wäre das ein Traum für dich? Ja, klar. Also wäre schon cool, wenn man hochkommt. Aber ich wäre erstmal froh, wenn ich überhaupt... ein kleines Stückchen hochkomme. Ja, gut, du bist vielleicht Bundesliga sein. Nee, du bist ja 18 Jahre alt, das kann ja noch werden. Den haben sie ja auch ziemlich gefördert, den Robert, und der ist dann auch ziemlich hochgekommen. Und ich muss sagen, ich bewundere es trotzdem, dass er das selbst da durchhält. Und ich muss ehrlich sagen, ich will nicht in solcher Lage stecken wie er, weil wenn es gar nicht stimmt, dann ist es für ihn schon sehr schlimm. Jetzt muss ich unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Schön, dass du zu Wort gekommen bist und deine Meinung hast sagen können. Und ich wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi mit deiner Fußballkarriere. Ja, und wenn das stimmt, dann tut es mir natürlich auch leid für den deutschen Fußball, aber ich kann mir das so nicht vorstellen. Mein Lieber, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, leg auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.